Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem heutigen Auswärtsspiel beim VfR Wenings. Die Gastgeber mit folgender Aufstellung: Reiski, Konechny, Weiß, Doda, Ionescu, Nickel, Heuson, Rogozinaru, Toba, Rada und Bumba. Unsere Mannschaft mit Tok, Shima, Ölmez, Karan, Ünal, Netzband, Müller, Mustafa, Selçuk, Güneş und Korkmaz. Abdullah Dragoshi saß heute auf der Bank, genauso wie Kerem Yücel. Das war erfreulich, aber in den Anfangsminuten ging es schon richtig heftig zur Sache. Hier Ellbogen gegen Alian Karan. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Und hier ein Ballverlust für die Gastgeber. Samet Ünal setzt hier Tim Müller ein. Tim Müller weiter auf Alian Karan. Er mit der Flanke und Hasan Mustafa mit der ersten dicken Chance für uns im Spiel. Die Gastgeber bestückt mit sehr, sehr vielen rumänischen Spielern, teilweise auch mit Profi-Erfahrung. Hier setzt sich Toba durch und Tejan Güneş kann zur Ecke klären. Aber dann fault Tejan Güneş hier Rogozinaru. Dann der Freistoß und da steht Raul Doda und macht das 1:0. Für VfR Wenings in der 13. Minute Raul Doda, auch ein Rumäne, und Burak Tok chancenlos. Dann schickt Justin Netzband hier Murat Selçuk. Eigentlich ist der Ball schon zu steil, aber Murat Selçuk kann sich hier die Ecke noch erkämpfen. Dann Hasan Mustafa und Reiski rettet, das ist keine Wiederholung, und nochmal Maximilian Reiski. Auf der anderen Seite Rogozinaru, aber keine Gefahr für Burak Tok. Hier wird Samet Ünal gefoult und dann gibt es ein weiteres Foul. Also jetzt wurde es hitzig. Dann eine Ecke für Wenings, aber diesmal kann Burak Tok parieren. Hier Tim Müller mit dem Ballgewinn, da wird er schon leicht gefoult, aber dann nochmal Grätsche von der Seite und dafür bekommt Björn Nickel die gelbe Karte. Wie gesagt, viele, viele Fouls im Spiel, war kein schönes Spiel zum Ansehen. Fußball wurde auch gespielt. Justin Netzband spielt hier rechts raus. Da ist Murat Selçuk. Das macht er richtig gut. Er bringt den Ball rein und Alian Karan muss jetzt hier das Tor machen. Aber auf der anderen Seite sahen wir dann auch eine große Chance für Toba. Dann in der allerletzten Sekunde der ersten Hälfte wird Murat Selçuk nochmal geschickt, aber er stoppt und spielt dann zurück. Da hätte er auch direkt aufs Tor zugehen müssen und die Flanke brachte dann nicht viel ein. Das war der Halbzeitstand 1:0 für Wenings. In der zweiten Hälfte wurden unsere Jungs dann offensiver. Man wollte ganz schnell hier ausgleichen. Hasan Mustafa mit dem Schuss. Aber kein Problem für den Keeper. Dann Samet Ünal mit einem Ballgewinn. Aber er verzieht. Dann Tejan Güneş mit dem Einwurf auf Samet Ünal. Er wird hier gefoult und der Schiedsrichter entscheidet auf Handspiel für Samet Ünal.
unverständlich. Das war in der 58. Minute und auch da spielt Halil Korkmaz den Ball und erneut ein Spieler von Wenings auf dem Boden. Also in beiden Hälften gab es eine Nachspielzeit von mindestens 5 bis 6 Minuten. Und hier Samet Ünal trifft seinen Gegenspieler. Und was macht der Schiedsrichter? In der 61. Minute zeigt er gelb-rot. Das war natürlich eine viel zu harte Entscheidung gegen uns. Aber auch mit 10 Mann wollten wir unbedingt unser Tor erzielen. Da kommt Justin Netzband zu spät. Tejan Güneş schickt den Ball nach vorne. Da ist Hasan Mustafa und Murat Selçuk wird hier zur Seite gedrückt. Aber der Schiedsrichter lässt hier weiterspielen. Wir sehen das in der Zeitlupe. Da setzt er sich super durch und er ist ja im Antritt ganz schnell und wird von Maximilian Weiß zur Seite gedrückt. Dann verletzte sich Torwart Reiski. Viele sahen hier ein Foulspiel von Tim Müller, aber dem war nicht so, sehen wir auch in der Zeitlupe. Ohne Fremdeinwirkung verletzte sich der Torhüter. Also alleine mit den Foulszenen hätten wir hier gut 10 Minuten füllen können. Dann eine Chance für uns, beinahe ein Eigentor von Cosmin Rada. Dann wird Tim Müller hier von Justin Netzband auf die Reise geschickt und der eingewechselte Schmiade kann hier retten. Dann noch ein Zweikampf, da forderten die Zuschauer Elfmeter, der Schiedsrichter ließ hier weiterspielen. Halil Korkmaz dann auf Dragoschi, mittlerweile im Spiel, auch er wird hier gefoult. Auch dafür gab es dann eine gelbe Karte für den Spielertrainer Ionescu. Hier ein Rückpass, auch hier ließ der Schiedsrichter weiterspielen. Und es sollte noch dramatischer werden in der Nachspielzeit. Hier, dafür bekommt Justin Netzband gelb-rot. Unglaublich. Das hatte dann nicht mehr viel mit Fingerspitzengefühl zu tun. Aber die Szene ging weiter. Dann kommt hier Halil Korkmaz zu spät. Und dreimal dürft ihr raten, auch dafür gab es dann gelb-rot. Das war auch so die letzte Szene im Spiel. Und nach dem Spiel bekam auch noch unser Torhüter Burak Tok die rote Karte. Alles in allem war es ein gebrauchter Tag für Türkgücü Hanau.